Mulm. Liebst auch du E-Scooter? Dann gibt's jetzt für dich die 5 besten E-Scooter-Lifehacks und unter 2 Minuten. Viel Spaß! Platz 5. Gratis E-Scooter fahren. Willst auch du gratis E-Scooter fahren? Das geht! Melde dich einfach als Neukunde an und nutze entsprechende Gutscheincodes, die es im Internet zu finden gibt. So kannst du ganz einfach und im Handumdrehen mit dem entsprechenden Gutscheincodes bis zu 30 Minuten kostenlos fahren. Einfach genial! Platz 4. Die Preise vergleichen. E-Scooter fahren ist auf Dauer teuer, bis zu 20 Cent zahlt man pro Minute. So gibt man für eine längere Strecke gerne mal 20 bis 30 Euro aus. Sollte man daher unterwegs sein, empfiehlt es sich, die Preise zu überprüfen. Fährt man beispielsweise eine Strecke über eine Stunde, ist häufig Carsharing um ein Vielfaches günstiger. Platz 3. E-Scooter während der Fahrt beenden. Dies ist zwar kein richtiger Lifehack, aber ein richtig guter Projekt, um deine Freunde reinzulegen. Hast du einen E-Scooter, wollen es alle deine Freunde gleich mit ausprobieren. Fahren sie aus deiner Reichweite, beende einfach deine Fahrt mit der App. Der Roller wird nun ausgehen und du kannst ihm sagen, er hätte ihn kaputt gemacht. Platz 2. Mit E-Scootern Geld verdienen. Suchst du nach einem Nebenjob? Dann werde jetzt Juicer. Das Ganze ist relativ einfach. Sammle am Abend alte Scooter ein, lade sie bei dir in der Steckdose zu Hause auf, sind sie dann am nächsten Morgen wieder voll, stelle sie zurück auf die Straße. Pro aufgeladenen Roller verdienst du so 4 Euro. Das macht bei 10 Rollern 40 Euro pro Abend. Und zu guter Letzt Platz 1, alle Anbieter nutzen. E-Scooter können teilweise echt weit von dir wegstehen. Hier empfiehlt es sich ganz klar, alle Anbieter zu nutzen. Sie unterscheiden sich kaum voneinander und du kannst dir so einen großen Weg ersparen. Mit der App MyScooter hast du sogar eine Karte, womit du alle Anbieter mit deren E-Scooter findest und direkt den jeweiligen Akkustand prüfen kannst.